Guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Es könnte so schön werden. Die Städte leise, die Luft sauber, das Wohnen bezahlbarer, die Energie grün. So schrieb der Spiegel. Titelte dazu Morgenland. Keine 4 Wochen ist das her. Nur konstatierte das Magazin, die Stimmung in Deutschland sei so schlecht wie lange nicht. Viele Bürgerinnen und Bürger fehle eine Vision, wofür sich ein Umbau des Landes, ja die Zumutungen der Klimawende lohnten. Und dann zitierte der Spiegel die Ökonomin Ulrike Malmendier, Forscherin im kalifornischen Berkeley und Beraterin der Bundesregierung. Sie wundere sich jedes Mal, sagte sie, wenn sie in ihre alte Heimat reise, wie sehr alle mit der Bewältigung der Gegenwart beschäftigt seien, statt nach vorn zu schauen. Das Land sei geradezu in Panik verfallen, nur weil es mal gerade nicht so gut laufe. Dabei gäbe es allen Grund für Optimismus. Der Klimawandel sei eine technologische Herausforderung, Automatisierung eine riesige Chance, künstliche Intelligenz eine irre Gelegenheit für mehr Produktivität, gerade im Mittelstand. Deutschlands Zukunftschancen seien viel besser als weithin angenommen, so Malmendier, wenn wir es richtig anstellen, sagte sie. Richtig anstellen? Die Welt nimmt Abschied von fossilen Rohstoffen, verändert sich rasant in den Kohleregionen nochmal rasanter. Wie lässt sich da eine Vorstellung von Zukunft finden, auch Halt? Was können auch die Kommunen tun? Meine Damen und Herren, wir müssen und wir wollen reden. Herzlich willkommen in der Reihe Green Cities 2035. Unser Thema heute: Strukturwandel, klimafreundlich gestalten, Energiewende und Lebensqualität verbinden. Toll, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Verkehrs-, auch mit Klima- und Wirtschaftspolitik und begleite Sie durch die nächsten 1,5 Stunden. Das wiederum war die Idee von unseren beiden Gastgeberinnen und dem Gastgeber. Die muss ich Ihnen unbedingt kurz vorstellen. Die beiden machen das einfach super, laden tolle, interessante Vortragende, Diskutanten und Diskutantinnen ein. Darum sage ich auch schon mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Unsere Gastgeberinnen, das sind Sabine Drews. Drews, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und Philipp Reis aus dem Forschungsbereich Umwelt des Deutschen Instituts für Urbanistik, DIFU, auch in Berlin. Er ist dort Co-Projektleiter der Agentur für kommunalen Klimaschutz. Sabine Drews, das Rheinische Braunkohlerevier liegt zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach. Das Lausitzer Braunkohlerevier liegt im Süden Brandenburgs und im Nordosten Sachsens, zwischen Jenschwalde und Zittauer Gebirge. Und dann noch das Mitteldeutsche Revier zwischen Leipzig und Halle. Die Reihe hier heißt Green Cities. Warum ist auch derart Regionales entscheidend? Ja, herzlich willkommen auch von mir, von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung zu dieser Veranstaltung in der Reihe Green Cities 2035. Ja, warum beschäftigen wir uns heute ausgerechnet mit dem Strukturwandel? Der Strukturwandel ist ja in großen Teilen ein Wandel der Energiewirtschaft. Die Kohlekraftwerke waren und sind auch immer in der Nähe der ehemaligen oder jetzt noch bestehenden Kohleabbaugebiete angesiedelt und gleichzeitig entstanden dort auch Industriestandorte. Energiewende bedeutet allerdings, dass die Energiewirtschaft sich dezentralisiert. An den Standorten des Kohleabbaus und der Kraftwerke fallen Arbeitsplätze weg, aber man gewinnt auch etwas. Nämlich ein Stopp der Landschaftszerstörung, Beschäftigung in anderen Wirtschaftszweigen und auch Dörfer, die eben nicht mehr abgebaggert werden. Bei der Energiewende als gesamtgesellschaftlichem Projekt ist es meiner Meinung nach generell wichtig, dass die Menschen etwas gewinnen, zum Beispiel Lebensqualität, krisenfeste Beschäftigung, finanzielle und persönliche Beteiligung und auch eigene Gestaltungsspielräume. Und dazu können und sollen auch die Kommunen als die politische Ebene, die den BürgerInnen am nächsten ist, auch etwas beitragen. Und das ist sicherlich auch ein gutes Beispiel dann für den Rest der Republik. Das und vieles mehr werden wir heute mit vielen spannenden ExpertInnen und PraktikerInnen aus Ost und West diskutieren. Und darauf freue ich mich heute ganz besonders. Vielen Dank. Was kommt denn mit dem Strukturwandel auf Städte und Gemeinden zu? Was beschäftigt Sie, Philipp Reis, da? Das Deutsche Institut für Urbanistik ist das größte Institut in Deutschland, das sich mit kommunalen Fragen befasst. Also Energiewende, was bedeutet das für Sie?
Ja, also die Städte und Kommunen beschäftigen ja zahlreiche Themen und die sozial-ökologische Transformation und die Frage auch, wie sie umgesetzt und auch gestaltet wird, das gehört natürlich zu den Kernfragen unseres Instituts. Gerade in den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren sehen wir ein zukunftsweisendes Thema, das sehr komplex ist und das ganzheitliche Analysen, Strategien und Herangehensweisen auch notwendig macht. Und dafür eignet sich sehr gut das transdisziplinäre Vorgehen, was wir am DIFU schon sehr lange eingeübt haben. Und am Ende muss es natürlich auch hier zu interkommunalen Kooperationen kommen. Ein kurzes Beispiel. Kolleginnen von uns aus dem Haus beschäftigen sich gerade in einem Projekt mit den regionalen Infrastrukturen und wie diese innovativ vernetzt werden können und so einen Beitrag zur Energiewende und zur Erreichung der Klimaziele leisten können. Das Projekt wird vom Umweltbundesamt gefördert, heißt Transformation regionaler Infrastrukturen im Strukturwandel. Und die Ergebnisse liegen dann auch ab Herbst vor. Gerade gibt es nur einen Zwischenbericht. Das heißt, aus der Perspektive unserer Forschung ist klar, wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Und Sie, die Städte und Gemeinden in den Strukturwandelregionen, haben die Möglichkeit, diese notwendige Transformation nachhaltig und sozial gerecht zu gestalten. Umso wichtiger, umso mehr freue ich mich auf den heutigen Austausch und umso wichtiger ist es auch, dass wir uns dazu austauschen. Von daher freue ich mich sehr auf die Veranstaltung. Hanna, weiter geht's. Philipp Reis, Sabine Drewes, ganz herzlichen Dank. Ja, wo lässt sich in Zukunft wie arbeiten, wie gut leben? Meine Damen und Herren, das ist eben nicht nur in Kohleregionen interessant, soll heißen, gebraucht werden überall eigentlich alle. Und hier in dieser Veranstaltung sowieso. Sie alle sind heute herzlich eingeladen, sich einzubringen, wenn Sie Fragen, Anregungen für unsere Gäste, die Vortragenden haben, dann schreiben Sie diese in das Fragen- und Antwort-Tool. Sabine Drewes, Philipp Reis und ich, wir beobachten das und versuchen, so viele Ihrer Fragen und Anregungen davon an unsere Gäste weiterzuspielen. Sie können die Fragen anderer auch voten, die Ihnen wichtig erscheinen. Sie müssen nicht alles selbst schreiben. Vielleicht wollen Sie auch nur einen Kommentar loswerden, sich austauschen mit den anderen im Publikum, dann schreiben Sie das gerne alles in den Chat. Und Sie können Ihre Hand heben, wenn Sie selbst Ihre Frage stellen wollen, per Video. Unsere Techniker, tausend Dank, holt Sie dann auf die Bühne, den großen Screen. Struktureller Wandel, folge immer dem erst wird es schlechter, bevor es dann besser wird, Prinzip, sagt die Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel. So müsse ja auch die Deutsche Bahn zunächst Baustellen einrichten, bevor irgendwann etwas besser funktioniere. Aber das sind große Baustellen beim Strukturwandel in einer Region. Ökonomisch, es geht um Jobs, um Einkommen, aber zum Beispiel auch um das Gefühl von Heimat. Was geht, was entsteht neu und wie lässt sich das steuern? Einer, der das alles bestens in den deutschen, aber auch anderen Kohlerevieren verfolgt, ist Marian Günzel. Marian Günzel leitet stellvertretend das Referat Transformation im Kompetenzzentrum Regionalentwicklung. Das gehört zum Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung und hat seinen Sitz in Cottbus im Herzen der Lausitz. Das Kompetenzzentrum ist selbst eines von mehreren bundeseigenen Einrichtungen und Behörden, die in den Kohleregionen neu angesiedelt werden, um regionale Beschäftigung zu schaffen. Die deutschen Kohlereviere stehen vor großen Herausforderungen. Sie waren die Zentren der konventionellen Energieerzeugung in Deutschland und sind von der Braunkohleindustrie geprägt. Die Energiewende findet zwar nicht nur hier statt, aber es handelt sich um Hotspots des Wandels, sagte einer Ihrer Kollegen mal, Marian Günzel. Was ist da los? Das sagen Sie uns. Freut mich sehr. Schön, dass Sie da sind, Marian Günzel. Ihr Screen, Ihr Impulsvortrag: Strukturwandel in Braunkohleregionen, ökonomische, soziale, ökologische und psychologische Aspekte. Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf und unsere Perspektive darstellen kann. Dazu teile ich jetzt als erstes mal meinen Bildschirm, weil ich habe da auch was Kleines vorbereitet. Wie gesagt, auch wenn es in der Diskussion natürlich um eine gesamtdeutsche, gesamteuropäische und sicher auch globale Diskussion geht, will ich heute mal ein kleines Schaufenster präsentieren unserer Arbeit und unserer Erfahrungen in die Braunkohlereviere. Dazu würde ich erstmal ganz kurz einen Überblick nochmal geben über unsere Arbeit. Wer sind wir eigentlich? Das Kompetenzzentrum Regionalentwicklung im BBSR. Dann mal einen kurzen Überblick, um Sie auch nochmal abzuholen über den Stand, über den wir hier sprechen, wenn es auch um die Diskussion der Beschäftigung und der Wertschöpfung in den Regionen geht, ganz speziell bezogen auf die Braunkohle.
Dann beispielhaft einfach mal die Arbeitsplatzentwicklung in der Lausitz im Zuge des Strukturwandels, die zu erwartende. Was hat das für Folgen für den Arbeitsmarkt und was hat das dann wiederum für Folgen auch gesamtgesellschaftlich? Also das sind Fragen, die uns sicherlich über die Demografie, Heimat ist als Stichwort genannt worden, Image, Identität, das sind alles Fragen, die damit unmittelbar zusammenhängen. Und diese gesellschaftliche Dimension wird nicht zuletzt auch durch eine räumliche Dimension natürlich begleitet. Nicht nur die räumlichen Ausmaße dessen, was die Tagebauflächen und die Energieinfrastrukturen des fossilen Zeitalters hinterlassen, sondern auch, was das für die Zukunft bedeutet. Ganz kurz zu uns. Mit Verabschiedung des Kohleausstiegsgesetzes im Jahr 2020 wurde auch das Investitionsgesetz Kohleregionen verabschiedet. Das ist sicherlich den meisten bekannt. Und in diesem Zuge hat sich auch die Bundesregierung zum einen dazu verpflichtet, über Behördendezentralisierung in den Revieren selbst für Stimulanz zu sorgen, auf dem Arbeitsmarkt und auch zu zeigen, wir sind da. Und auf der anderen Seite sind wir aufgrund unserer fachlichen Ausrichtung im BBSR, im Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, auch prädestiniert dazu, tatsächlich diese Prozesse auch raumbezogen zu begleiten. Und damit wurde das Kompetenzzentrum Regionalentwicklung eingerichtet, was seit 2 Jahren jetzt in Cottbus zum Strukturwandel tatsächlich inhaltlich arbeitet. Und wir haben damit sozusagen diese Doppelrolle. Wir sind selber Maßnahme laut Investitionsgesetz Kohleregionen, aber arbeiten eben auch selber dazu. Wie diese Arbeit ganz konkret aussieht, das werde ich auch im zweiten Teil des Vortrages noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Ganz kurz, um alle nochmal abzuholen und nochmal den Stand, welchen Stellenwert das hat, vielleicht nochmal zum Überblick, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über die drei deutschen Braunkohlereviere, das Rheinische, das Mitteldeutsche und das Lausitzer Revier sprechen, dann haben wir hier wenn wir uns die Beschäftigungsquote angucken, am Gesamtanteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, fällt auf, dass wir hier einen, ja, nur allein die Zahlen betrachtet, eigentlich eine verschwindend geringe Anteil eigentlich nur noch direkt in der Braunkohleindustrie Beschäftigte haben. Da sind natürlich sämtliche Zulieferer und sonstige Industrien nicht direkt erfasst, das sind nur die direkt Beschäftigten. Aber da kann man natürlich die Frage stellen, okay, wenn wir im mitteldeutschen Revier von gerade mal einem Viertel Prozent und selbst in der Lausitz mit dem höchsten Anteil von nicht mal 2% der Beschäftigten sprechen, worüber reden wir dann jetzt hier eigentlich ganz genau? Hier vielleicht nur ganz wichtig, und da wird es dann interessant, die Entwicklung, und zwar insbesondere die Entwicklung in den beiden ostdeutschen Braunkohlerevieren mit der politischen Wiedervereinigung, der Wiedervereinigung Deutschlands. Und das sieht man ganz gut auch an diesem Überblick, wie von 1989 bis 1995 die Entwicklung da war. Und das sind natürlich Entwicklungen, die dann sehr großen Einschnitt hinterlassen haben und die jetzt, wenn wir über den erneuten Strukturwandel sprechen oder dem fortschreitenden Strukturwandel, wohingegen das, was Anfang der 90er Jahre passiert ist, weitgehend als Strukturbruch wahrgenommen wird, dann kommen da natürlich Befürchtungen hoch und dann wird natürlich darüber diskutiert, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir jetzt wieder solche Einschnitte an der Stelle haben. Wir haben gerade die Zahlen gesehen, ich gehe nochmal kurz zurück. Ne? Wir sprechen von der Lausitz von knapp 8.000 direkt in der Kohle beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt schon zu erwartenderweise am Beispiel der Lausitz an möglichen Substitutionsarbeitsplätzen aufgrund der Investitionen im Strukturwandel zu erwarten sind. Da sind alleine in der Industrie, würden wir es, und das sind erstmal nur die Zahlen auf dem Papier, wovon aber einige tatsächlich schon entstanden sind, schon weit über 6.000 nur in der Industrie entstehen. Ich benenne mal nur das Bahnwerk in Cottbus für die ICE-Instandsetzung, was inzwischen läuft. Das ist ungefähr 200 Meter von dem, wo ich gerade sitze, entfernt und repariert schon ganz fleißig ICEs. Es ist aber auch zum Beispiel die Ansiedlung von Eswold in Lauchhammer, Rocktec Lithium im Guben und so weiter und so fort. Also wir sprechen da von mehreren Tausend. Ansonsten sind in Forschungseinrichtungen weit über 1.000 zu erwarten. Einrichtungen und Behörden des Bundes, neben dem BBSR, ist das ja eine ganze Reihe weiterer, über 2.000 und so weiter und so fort. Da lassen sich jetzt noch eine ganze Menge weiterer Geschichten nennen. Und da sind zum Beispiel nur für die Lausitz noch gar nicht den Ausbau des Karl-Thiem-Klinikums zum Universitätsklinikum mit einbezogen und die Entwicklung des sogenannten Lausitz Science Park nach Vorbild
des Technologieparks in Adlershof in Berlin berücksichtigt. Das lässt uns im Ergebnis eigentlich zu der Frage kommen, es geht gar nicht darum, es geht gar nicht so sehr um die Befürchtungen von erneuten Massenarbeitslosigkeiten, sondern vielmehr, und das wird auch inzwischen mit Sorge in den Regionen diskutiert, vor dem Hintergrund des zunehmenden Fach- und Arbeitskräftebedarfs, wie können wir denn diese Arbeitsplätze bedienen? Wo kommen denn diese Fachkräfte her? Und was hat das mit den Menschen auch vor Ort zu tun? Und inzwischen, das ist so ein bisschen das geflügelte Wort, jede Großansiedlung, die sich inzwischen ankündigt und mit mehreren tausend Arbeitsplätzen wirbt, wird inzwischen manchmal sogar schon fast als Bedrohung wahrgenommen in den Regionen. Und das sind natürlich direkte Folgen, die sowohl den Arbeitsmarkt betreffen, aber damit nicht zuletzt eben die Menschen vor Ort, ne? Also das sind die Fragen, wie kann man damit jetzt umgehen und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Und häufig hört man dann auch immer noch diese Befürchtungen, erneute Massenabwanderung verhindern. Aber ich glaube, es ist inzwischen sickert immer mehr durch. Nein, wir müssen sogar ganz aktiv Zuwanderung generieren, Leute hier behalten. Und wir müssen von den Erfahrungen lernen, die diese Leute auch gemacht haben. Auch die Abgewanderten. Und vielfach wird da beispielsweise auch über Rückkehrer diskutiert. Und das ist zum Beispiel eins der Arbeitsfelder, mit dem wir uns ganz intensiv beschäftigen. Und das wir auch in einem Projekt dieser sogenannten Willkommensalons, so wie ich es gerade auch auf der Folie dargestellt habe, gerade durchführen, wo wir von denjenigen, die mal weggegangen sind aus den beiden ostdeutschen Braunkohlerevieren, jetzt wieder zurückkehren oder zurückgekehrt sind, zu lernen, was bewegt euch, was hat euch bewegt in tiefen Interviews, in biografischen tiefen Interviews und auch in Gruppeninterviews herauszufinden, welche Rolle spielen diese Rückkehrer für die Region. Die haben eine ganz wichtige Pionierfunktion, die schlagen sich sicher in den Zahlen jetzt nicht so dramatisch nieder, haben aber sicher eine ganz wichtige Pionierfunktion auch zur Steigerung der Attraktivität dieser Region. Das sind nicht zum Schluss auch Markenbotschafter für die Region, die ja ihre ganz eigenen Netzwerke und Eindrücke aus der Welt auch mitbringen. Das ist so mal ein Beispiel für eins unserer Vorhaben. Ein zweites ist, dass wir tatsächlich auch uns ganz dezidiert anschauen, auch aus dem Bedarf heraus in dem Fall Lausitzer Kommunen tatsächlich auch formulierten Wunsch zu gucken, was bedeuten denn auch diese Behördenansiedlungen für die Region? Bringt das was? Was bringt das? Führt das im Zweifel vielleicht sogar zu Kannibalisierungswettbewerben, dass die Leute sagen, ja gut, das bringt uns jetzt auch nichts, wenn der Mittelstand dadurch Arbeitsplätze verliert, wenn diese Leute jetzt in den Bundesbehörden oder sonstigen Behörden arbeiten? Und das ist eine Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Und wir kommen da zu ganz interessanten Ergebnissen, dass die Behördenansiedlung tatsächlich zum Beispiel auch für gut ausgebildete Frauen und Akademikerinnen durchaus Bleibeperspektiven bereithalten, die es so vorher in dieser Form nicht in der Menge gab. Wir müssen aber eben auch feststellen, tatsächlich eine regionale Zuzugswirkung ist abhängig von Art und Organisation der Behörde tatsächlich so auch noch nicht zu beobachten. Also auch das ist ein ganz spannendes Ergebnis. Nichtsdestotrotz sind Bundesbehörden und Einrichtungen, nicht zuletzt eben auch das KRE, in dem ich ja tätig bin und für das ich hier spreche, wichtige Anker in der Region und entsprechend auch Botschafter für die Region. Die, glaube ich, wichtigste Erkenntnis daraus ist, ich habe jetzt so ganz langsam über die reine Arbeitsplatzbetrachtung, demografische Faktoren, Arbeitskräftereservoir, was bewegt auch Leute, bin ich in die gesellschaftliche Dimension wieder oder immer weiter reingewechselt. Und wir sind auch selber immer wieder, reden wir der Notwendigkeit, das Wort zu sagen, der Strukturwandel, die Transformation oder den Strukturwandel als Transformation zu denken, ist weit, weit mehr als nur ein ökonomischer Substitutionsprozess. Wir ersetzen fossile Energien durch erneuerbare Energien. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der hat eine gesamtgesellschaftliche Dimension, der sich, wie gesagt, ganz konkret über die Fach- und Arbeitskräftegewinnung etabliert, aber eben auch solche Fragen wie Identität, wie das Image. Und ich bringe da anekdotisch immer ganz gern das Beispiel, wenn wir mal aus der Lausitz sprechen, der nach wie vor sicher bekannteste und erfolgreichste Fußballverein der Region, Energie Cottbus, trägt die Energie im Namen. Das hat was mit Image, mit Identität zu tun. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Frage, sich damit auseinanderzusetzen. Wie können wir das als Gesamtgesellschaft machen? Weil wir machen es nicht für die Menschen vor Ort, sondern es müssen die Menschen vor Ort machen. Wir alle sind die Gesellschaft, die das auch tragen müssen.
Dazu haben wir auch unterschiedliche Formate etabliert, um mit den Menschen vor Ort tatsächlich auch ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel die Reihe Raumwissen starten, das Wissensevent im Revier, sehr erfolgreich, schon im Glätthaus in Cottbus durchgeführt, zusammen mit den Quark Science Cops. Wer regelmäßig YouTube guckt oder vielleicht Kinder in dem entsprechenden Alter hat, im entsprechenden jungen Alter, kennt die vielleicht schon. Ich habe sie jetzt durch unser Event tatsächlich auch kennenlernen dürfen. Wir werden das Ganze auch fortsetzen im Rheinischen Revier jetzt im Sommer, wo wir mit jungen Leuten, mit Schulklassen ins Gespräch kommen, um über Fragen des Strukturwandels, der Energiewende, der Transformation zu diskutieren. Ein zweites kleineres Projekt, was wir gestartet haben, ist Forschen durch Fördern, unser Ideenwettbewerb, ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Bringt eure Ideen ein. Es hat sich an jeden und jedermann in den Revieren gerichtet, zu sagen, bringt uns eure Ideen. Wir haben das dann in einem sehr ausgeklügelten Jurywettbewerb tatsächlich die besten Ideen uns rausgesucht, bewertet und helfen jetzt den Gewinnerinnen und Gewinnern daraus, Projekte zu entwickeln, die auch tatsächlich mit einer Förderung unterlegt sind, wo wir sagen, das ist Die haben Potenzial für die Zukunft. Das sind Ideen aus den Regionen. Das sind Menschen, die Strukturwandel machen wollen, die vor Ort sind, denen nicht der Strukturwandel gebracht wird, sondern die ihn selber tatsächlich gestalten wollen. Das müssen wir honorieren. Da müssen wir die Impulse setzen und nutzen. Also auch das eine unserer ganz konkreten Aktivitäten, wie wir in den Revieren tatsächlich versuchen, auch den Strukturwandel zu begleiten. Nicht zuletzt, auch qua unseres Forschungsauftrages, wir sind eine Ressortforschungseinrichtung, auch zu betrachten die räumliche Dimension und Sichtbarkeit im Strukturwandel. Man muss eben eindeutig sagen, auch das ist jetzt sicher implizit auch in meinem kurzen Impuls hier deutlich geworden, es gibt auch räumliche Unterschiede. Wenn wir über das Rheinische Revier sprechen, gibt es dort sicherlich andere Herausforderungen und aber auch Potenziale, und die Ausgangsbasis ist sicher eine ganz andere, als wenn wir über die beiden ostdeutschen Kohlereviere sprechen. Aber auch eben die Frage, welchen Raumbezug hat Strukturpolitik? Ganz wichtig, jede Form von Strukturpolitik hat zwangsläufig eben auch entsprechend räumliche Implikationen und auch Explikationen. Und da ist es auch uns ganz wichtig, Strukturwandel auch sichtbar zu machen. Er ist im Raum zu erkennen. Es ist sichtbar, wenn ein Tagebaurestloch zum Erholungssee wird, dann ist das sichtbar. Oder wenn eine Tagebauförderbrücke verschwindet und dafür Windräder oder Solarkraftwerke entstehen. Also das, auch das ist eine räumliche Dimension, und das ist jetzt tatsächlich erstmal nur die Energieinfrastruktur, aber sind ja auch viele andere Infrastrukturen betroffen. Und auch das ist Teil unserer Arbeit und sicher nicht ganz unwichtig, wenn man über die Frage von Identität, Heimat und Transformation spricht. Zusammenfassend vielleicht noch mal ganz kurz zum Ende meines kurzen Impulses die Herausforderungen in der Begleitung des und Gestaltung des Strukturwandels. Ganz klar, Substitution von Arbeitsplätzen ist aber nicht mehr das dringende Thema. Das dringende Thema ist vielmehr Fach- und Arbeitskräftereservoirs stärken, Fach- und Arbeitskräfte sichern. Und dabei aber auch die regionalen Entwicklungsstrategien, die es in den Regionen auch gibt, schon zu nutzen und die Auseinandersetzung rund um die Energiewende auch aktiv mit zu begleiten und zu gestalten. Es geht nicht darum, die Leute davon zu überzeugen, dass das gut ist, sondern wir wollen im Dialog miteinander darüber diskutieren, so wie wir das heute eben auch machen. Deswegen freue ich mich nochmal ganz besonders, heute auch hier sein zu dürfen und mitdiskutieren zu dürfen über den Strukturwandel und die Transformation und wie es gelingen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe meinen Bildschirm hiermit wieder frei. Marian Günzel, ganz herzlichen Dank. Willkommenssalons, was für eine sympathische Idee. Und das haben Sie auch gesagt, viele Leute wollen mitmachen, das zeigen Ihre Diskussionsformate. Ja. Marian Günzel, hier gibt es eine Frage. Sind denn die Planungen, die man vor allem in der Lausitz gemacht hat, eigentlich schon darauf abgestimmt, dass wir einen sich verschärfenden Klimawandel haben? Wird das mitgedacht? Ja, also es wird sehr viel auf, also wir haben das Gefühl, es wird tatsächlich auf Projektebene tatsächlich sehr viel mitgedacht. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, inwiefern das tatsächlich, sage ich jetzt mal, im Tagesgeschäft tatsächlich auch auf strategischer Ebene das bestimmende Leitbild ist. Also wenn von Strukturwandel in der Region gesprochen wird, fällt auf, dass man häufig tatsächlich nach wie vor von einem ökonomischen Strukturwandel spricht. Und der eigentliche Grund, warum man mal gestartet ist in diesem Prozess, nämlich Anpassung an den Klimawandel oder auch das Verhindern des Klimawandels durch den Kohleausstieg,
durch den vorgezogenen Kohleausstieg, dass das manchmal ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ah, okay, interessanter Punkt. Da muss man auf jeden Fall ran. Klimawandel stärker mit berücksichtigen, was ich noch alles tun muss. Das diskutieren wir jetzt. Marian Günzel, Sie bleiben zum Glück bei uns. Und meine Damen und Herren, sollten Sie Verständnisfragen zum Vortrag haben, schicken Sie diese gerne einfach auch über das Frage- und Antworten-Tool. Sie werden eine Antwort bekommen, möglicherweise auch einfach schriftlich. Ansonsten holen wir jetzt nämlich erst noch drei weitere Leute hinzu, bevor wir die große Diskussion starten, in die dann unbedingt auch Ihre Fragen und Ideen einfließen. Ich sehe auch schon, da hat schon jemand die Hand gehoben. Auch zu Ihnen kommen wir gleich, denn wir reden jetzt mit, und es freut mich sehr, mit Dagmar Schmidt, die sich schon lange mit dem guten Leben in der Lausitz beschäftigt. Sie ist Vorsitzende des Vereins Lausitzer Perspektiven, der entwickelt die Bürgerregion Lausitz. Ihr Anliegen, BürgerInnen machen sich bemerkbar als impulsgebende, innovationstreibende. Dagmar Schmidt, Organisationsentwicklerin, berät mit ihrer Agentur Spreekonsult zudem Politik und Verwaltung auch andere bei Veränderungsprozessen. Sie lebt in Radusch, im Biosphärenreservat Spreewald, und hält die Lausitz für eine beispielhafte, ja, für die Wandelregion Deutschlands. Sie sagt, es ist unsere Chance, dass der Wandel nicht nur den Marktkräften überlassen wird, sondern in einem politisch gestalteten und finanziell großzügig abgepufferten Rahmen stattfindet. Was sich lernen lässt, was jetzt aber auch noch kommen muss, hören wir. Dagmar Schmidt, toll, dass Sie da sind. Ja, hallo und danke für die Einführung und vielen Dank für den Vortrag. Ich stelle jetzt erst noch die beiden anderen vor und dann... Ah, okay. Dann, ja, wunderbar. Denn wir haben noch ganz andere tolle Gäste neben Ihnen. Wir haben noch Rico Beveris dabei. Er kümmert sich um gute Arbeit als Zuständiger für das Mitteldeutsche Revier beim Projekt Revierwende des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Der DGB hat in den einzelnen Kohleregionen Revierbüros aufgebaut. Ihr Büro sitzt in Halle. Die Büros verstehen sich als Anlaufstelle für Gewerkschaften, Betriebs-, Personalräte, Beschäftigte. Sie stehen aber auch Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern, vor allem auch jungen Menschen, offen. Und das Ziel, in Kohleregionen neue Wertschöpfung generieren, gute Arbeitsplätze erhalten und neu schaffen. Von Nagelstudios kann die Lausitz nicht leben, sagte Michael Vassiliadis mal, Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Das gilt für alle anderen Regionen sicher genauso. Was für Jobs es also sein müssen, klären wir mit ihm, dem Erziehungs- und Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen, Rico Beveris. Glück auf in die Runde. Und Antje Grotius holen wir dazu. Antje Grotius lebt in Kerpenbur am Rande des Kohletagebaus Hambach, engagiert sich seit gut 20 Jahren für den Kohleausstieg, war eines der Gesichter aus der Region gegen die Rodung des Hambacher Forstes. Als Anwohnerin saß sie auch in der von der Bundesregierung einberufenen Kohlekommission. Für die Klimaallianz Deutschland und Greenpeace war sie als Campaignerin für den Strukturwandel aktiv. Seit 2021 ist sie Mitglied der Grünen. Im Mai drauf wurde sie in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt, sitzt seither im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, und sie ist Sprecherin für Transformation, nachhaltigen Strukturwandel und Beteiligung ihrer Fraktion. Sie sagt, wir Menschen im Rheinischen Revier müssen Meister oder Meisterin des Wandels werden. Wie das geht, besprechen wir. Wie schön, dass Sie da sind, Antje Grotius. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend in die Runde. Und bevor wir in die Runde gehen, rufe ich als erstes Gerald auf, weil Gerald meldet sich schon die ganze Zeit und hat die Hand gehoben, und womöglich hat er eine Frage, die übergreifend ist. Können wir Gerald bitte einmal auf die Bühne holen? Wir warten einen ganz kurzen Moment. Die Technik muss da nämlich ein bisschen zaubern. Und dann geschieht hoffentlich ein kleines Wunder. Ansonsten machen wir erstmal weiter. Und Gerald, die Frage ist nicht vergessen. Wir kommen auf jeden Fall wieder zu Ihnen. Dagmar Schmidt, fangen wir mit Ihnen an. Die Lausitz bekommt 17 Milliarden Euro. Geld scheint nicht so das Problem zu sein. Aber die Lausitz hat nun mal jahrzehntelang mit und von der Braunkohle gelebt. Wie ist nun die Stimmung in der Region? Was würden Sie sagen? Also ein zweiter Start. Hallo in die Runde. Wie ist die Stimmung? Na, wenn man den Umfragen glauben darf, ist die Stimmung nicht besonders gut. Hm. Und leider, wie der Lausitz-Monitor auch zeigt, in Bezug auf Strukturwandel nehmen viele wahr, dass es sie eigentlich nicht angeht oder sie eigentlich davon zu wenig wissen. Und diese Zahlen nehmen ab. Also das heißt, man kann eine Tendenz entdecken, dass der Strukturwandel eigentlich eher weiter wegrückt von den Menschen und der Wahrnehmung. Und das ist ja seltsam, weil er eigentlich in vollem Schwange ist. Und da frage ich mich natürlich als jemand, der sich mit
Bürgerbeteiligung am Strukturwandel beschäftigt. Was läuft hier schief und was können wir machen und beitragen mit unserer Bürgerregion Lausitz, damit das hoffentlich eine andere Tendenz annimmt? Was für eine Antwort finden Sie da für sich selbst? Na, wir haben vor 10 Jahren mit der Idee angefangen, ein Leitbild des guten Lebens zu entwickeln. Da sind wir leider nie hingekommen. Das hätte uns sehr gefreut, wenn wir darauf jetzt zurückgreifen könnten, als Referenzpunkt für nämlich die anderen Dinge, die neben der wirtschaftlichen Entwicklung auch stattfinden können oder müssen. Und sie können stattfinden. Und dafür steht die Bürgerregion Lausitz, ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die gemeinsam ein Netzwerk gegründet haben, 2018 und offiziell 2020, weil wir gesagt haben, jetzt wird es langsam Zeit, dass diese Perspektive im Strukturwandel wahrgenommen wird und eben einen Raum bietet, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen und diese lebensweltlichen Fragen viel stärker eine Rolle spielen, denn die, ich glaube, sind ja die Stolpersteine auch von diesem großen Transformationsprozess. Und wenn die lebensweltlichen Fragen nicht beantwortet werden können, dann suche ich mir einen Arbeitsplatz und was bin ich dann? Nur Arbeitnehmerin? Und wenn die Arbeitsplätze für mich als Frau hauptsächlich Männer betreffen, also die neuen Industriearbeitsplätze, ist eine männliche Transformation, dann finde ich zwar interessant, dass das BBSR sagt, jawohl, die qualifizierten Frauen können jetzt bei uns arbeiten, aber das reicht doch nicht. Also das heißt, diese Fragen müssen viel stärker in den Vordergrund gestellt werden. Und ich glaube, dann ist der Bezug einfach auch viel direkter herzustellen und die Stimmung kann sich ändern, meiner Meinung nach. Und was für Formate braucht man dafür? Also wirklich dann so ein Willkommenssalon jede Woche oder ich weiß nicht, eine Reihe durchs Revier? Also es ist ja so, ich glaube, da sind die ostdeutschen Reviere oder die Ostdeutschland insgesamt natürlich eigentlich besser aufgestellt als Westdeutschland. Denn diese Strukturbrüche der 90er Jahre haben dafür gesorgt, dass diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die komplett neu anfangen mussten und die Zivilgesellschaft selbst ein wesentlich höheres Bewusstsein für ihren eigenen Beitrag hat. Und zum Beispiel Rückkehrerinitiativen gibt es schon seit Jahren in Ostdeutschland. Das fängt ja nicht nur der BBSR an, sondern da gibt es eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die damit schon vor 10 Jahren angefangen haben. Das heißt also, man kann eigentlich auf einen Fundus zurückgreifen und das tun wir als Bürgerregion Lausitz von aktiver Zivilgesellschaft und auch kommunalen Vertretern, die Strukturwandelerfahrungen haben und dafür auch Antworten haben. Und das möchten wir gerne in diesen großen Transformationsprozess einbringen. Was erwarten Sie von Kommunen? Was können die tun? Na, ich verstehe die Ermattung der Kommunen. Insbesondere bei uns sind die Kommunen ja vordringlich kleinere ländliche Kommunen, die auch nicht finanziell so gut ausgestattet sind wie viele im Westen. Das heißt, die haben mit ihren Hauptaufgaben eigentlich schon alle Hände voll. So, und jetzt kommt diese große Transformation, die auch große Möglichkeiten bietet für Kommunen. Und es gibt die Kommunen, die da sehr gut drauf reagieren können und dahingehend ausgestattet sind und auch gute Projekte an den Start bringen. Aber es gibt eben die kleinen Kommunen, denen muss man wirkliche Unterstützung geben, dass die auch an diese Töpfe rankommen und ihre Transformation voranbringen können. Und ich finde, da gibt es tolle Programme, wenn man Kommuna nimmt, gerade wo es um die sozialökonomische Transformation geht. Das ist ein typisches Strukturförderprogramm. Aber welche Kommunen in der Lausitz können dann tatsächlich da Mittel beantragen? Das ist eine Handvoll. Und da ist es meiner Meinung nach zu kurz gedacht. Da brauchen eigentlich Unterstützung, damit Kommunen tatsächlich handlungsfähig werden, gerade wenn es um sozialökologische Transformation geht. Kommuna ist ein Programm des Bundesumweltministeriums. Genau, das kann man ganz einfach googeln. Wunderbar, also das wissen wir schon mal. Also die Kommunen müssen stärker unterstützt werden, das haben wir also verstanden. Vor allen Dingen die kleinen Kommunen. Vor allem die kleinen Kommunen? Ja. Und kommen wir mal zu Rico Beveris. Rico Beveris, Dagmar Schmidt, erstmal herzlichen Dank bis hierher. Aber Rico Beveris, jetzt haben wir nun eben gehört, ich meine, traditionell war ja im Bergbau es gut verdient worden, es waren Tariflöhne gut gezahlt worden, der Einfluss der Gewerkschaften im Bergbau ist groß und so weiter. Und jetzt geht es ja um die Frage, wo kommen eigentlich die anderen Jobs her? Aber jetzt haben wir gerade gehört, vielleicht ist das gar nicht mehr wirklich das Problem, sondern wir haben zum Beispiel den demografischen Wandel. Es geht nicht mehr darum, mehr Arbeitsplätze in die Region, sondern qualifizierte Leute in der Region zu halten. Und vor allem auch so, Marianne Günzler hat es eben Kannibalisierungsphänomen genannt. Wo stehen wir da derzeit?
Ja, ich würde vielleicht damit beginnen, dass ich diese Einschätzung, dass es nicht um die Substitution von Arbeitsplätzen geht, das würde ich grundsätzlich unterschreiben. Aber es geht schon noch ein Stück weit darum, wie ist die Qualität der Arbeitsplätze? Das wurde ja auch gerade schon angesprochen. Ja, also wir haben sozusagen mit dem Ausstieg aus der Braunkohleverstromung hier einen Wegfall von, wie es der DGB halt nennt, guten Arbeitsplätzen. Das bedeutet, das sind tariflich gut abgesicherte Arbeitsplätze. Das sind Arbeitsplätze mit einem sehr, sehr hohen Entgelt, der auch überdurchschnittlich ist für die jeweilige Region, über die wir hier sprechen. Und damit auch einen großen Wegfall von Wertschöpfung natürlich in der weiteren Kette. Also es gibt sozusagen indirekte und sozusagen induzierte Beschäftigung, die an diesen Jobs mit dranhängt, also Vorleistungen, Investitionsgüter, die damit dranhängen, der Konsum der Beschäftigten in der Braunkohle natürlich auch. Also man kann so über den Daumen vielleicht sagen, dass an einem Beschäftigten in der Braunkohle in der weiteren Kette 2 bis 3 Beschäftigte in anderen Branchen sozusagen dranhängen. Und da geht es halt ums Baugewerbe, da geht es um Handel, Reparaturdienstleistungen natürlich für die Braunkohleunternehmen, die es jetzt noch in der Region hier gibt. Maschinen, Fahrzeugbau, aber das ist halt genauso der Friseur oder die Bäckerin in der Region. Das ist der Einzelhandel, der da mit dranhängt. Und in einem weiteren Schritt geht es natürlich auch um einen Wegfall von der preiswerten Energie aus der Braunkohle. Das muss man jetzt mittlerweile ein bisschen einschränken, weil natürlich durch CO2-Bepreisung auch die Braunkohle mittlerweile tendenziell immer unwirtschaftlicher wird, aber es braucht natürlich trotzdem eine Energielösung in der Region. Also wir haben hier beispielsweise im mitteldeutschen Revier ein Chemiedreieck, ja, das sich erstreckt von Bitterfeld-Wolfen über Leuna, Schkopau, Zeitz und Böhlen, Lippendorf mit Kraftwerkstandorten natürlich auch. Und wir haben die Chemieindustrie, die energieintensiv ist, Glasindustrie. Und genau hier geht es halt darum, was jetzt auch schon Dagmar Schmidt angesprochen hat, diese Strukturbrucherfahrung mit einzubeziehen und halt sozusagen nicht, ich sage jetzt mal relativ flapsig, nicht wieder die blühenden Landschaften zu versprechen, wie es halt nach der Wende der Fall gewesen ist, sondern jetzt diesen Prozess zu gestalten. Und da sind wir als Revierwendeprojekt sozusagen ein kleiner Baustein, um das mit zu begleiten. Klar, das war vor 30 Jahren keine Transformation. Das war ja in Teilen ein wirklicher Zusammenbruch, eine Veränderung von Realitäten von einem Tag auf den anderen. Aber Rico Beveris, was würden Sie denn sagen? Was für Firmen braucht es jetzt? Kleine, große IT-Unternehmen, Pharma oder eben doch die Behörden? Also im besten Falle würde ich sagen, es ist natürlich ein Mix aus beidem, ja, oder aus allem, was jetzt gerade als bunter Blumenstrauß hier aufgemacht worden ist, weil wir natürlich auch eine gesamte, alle Profile sozusagen brauchen in der Region. Wir brauchen geringqualifizierte Beschäftigte natürlich in der Region. Wir brauchen natürlich auch die Fachleute, die Spezialisten und Spezialistinnen in der Region, die sich natürlich auch mit Industrieanlagen auskennen und diese auch bedienen können und warten können natürlich auch, ja. Also von daher würde ich das jetzt gar nicht an einer Branche oder an einem Betrieb festmachen, weil letztlich, also ohne das Handwerk werden wir die Energiewende natürlich auch nicht schaffen, ja, dass beispielsweise Solarpaneele auf Hausdächern installiert oder auch auf Industrieanlagen montieren kann. Aber wenn Sie sich hier was wünschen dürften, zum Beispiel von den Wirtschaftsförderungen, was wäre das? Ja, wünscht dir was, funktioniert ja leider immer nicht so richtig gut. Okay, ich formuliere um. Braucht es neue Allianzen, die sich vorstellen könnten? Also Gewerkschaften kämpfen zusammen für gute Arbeit mit, ich weiß nicht, den Kirchen. Ich würde sagen, das gibt es ja zum Teil auch schon. Also das ist ja jetzt nichts, wo das Rad irgendwie neu erfunden werden muss. Also was für uns immer ein gutes Beispiel ist, ist diese Initiative Wir fahren zusammen von Fridays for Future und Verdi beispielsweise, um gemeinsame Kämpfe im ÖPNV beispielsweise zu kämpfen. Ja, weil da doch die Interessen in eine sehr ähnliche Richtung gehen und sozusagen eine Mobilitätswende funktioniert natürlich nur mit guten, tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen im ÖPNV, die natürlich auch nachhaltig grün in die Zukunft weisen können. Rico Beveris, danke bis hierher. Wir gucken jetzt nämlich als erstes nochmal ins Rheinische Revier. Und da kam vor kurzem erst diese Nachricht, Antje Grotus. Microsoft investiert im Rheinischen Revier in neue Rechenzentren, nicht in den USA, nicht in Asien, sondern in Europa, in Deutschland. Deutschland stand Kopf. Kanzler Olaf Scholz sagte, das sei eine sehr gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU sagte, das sei ein Vertrauensbeweis für den ganzen Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen.
Das macht was, oder? Mit dem Image, dem eigenen Kopf, ist das jetzt so ein Durchbruch? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die Ansiedlung eines großen Unternehmens ist noch kein Durchbruch. Gerade wurde ja auch schon mal angedeutet, was wir ja brauchen jetzt gerade bei dieser Neuaufstellung, ist eine Diversifizierung, dass wir uns eben nicht wieder abhängig machen von einem bestimmten Wirtschaftszweig. Und wenn es dem nicht gut geht, das war so im Ruhrgebiet mit der Steinkohle oder wenn er aus klimapolitischen Gründen nicht mehr erwünscht ist oder denen wir es nicht mehr leisten können wie die Braunkohle, dass dann so eine starke Sorge in der Region entsteht. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir an Stärken im Raum anknüpfen. Das ist der Grund, warum Microsoft zu uns kommt. Das eine, wir holen jetzt gegenüber Brandenburg beispielsweise auch auf, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Da war Nordrhein-Westfalen bislang nicht so gut aufgestellt, auch das Rheinische Revier nicht. Das ist jetzt ein Punkt, wo wir auch zum Beispiel den Kommunen auch Unterstützung geben. Das war auch ein Grund, warum Microsoft, die ja auch, glaube ich, 2030 oder noch früher klimaneutral werden wollen, sich diesen Standort ausgesucht hat. Es gab aber auch einen anderen Grund. Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass genau hier bei uns im Rheinischen Revier, östlich des Tagebaus Hambach, die Datenautobahnen sich kreuzen. Das heißt, es macht auch genau Sinn, dort Microsoft und große Rechenzentren, die sogenannten Hyperscaler, anzusiedeln. Natürlich wird das eine Sogwirkung haben, dass sich noch kleinere Unternehmen auch ansiedeln, gerade auch in Hightech-Branchen. Allerdings haben wir hier auch, das möchte ich an der Stelle auch sagen, wir müssen natürlich schon überlegen, wir konkurrieren dann auch mit Energie, denn solche Rechenzentren brauchen sehr viel Energie, sie brauchen Wasser und sie brauchen auch Fläche und der Flächendruck im Rheinischen Revier ist enorm. Das heißt, es stellt schon auch vor Herausforderungen. Unbedingt. Außerdem hat die Politik immer versprochen, dass es bei der Frage, was in den Tagebaugebieten so kommen und was aus ihnen so werden soll, Bürgerbeteiligung. Und eine Studie der Uni Bochum kam aber jetzt zum recht ernüchternden Ergebnis, alle Beteiligungsangebote seien wenig inklusiv und transparent. Ambitionierte Methoden zur Partizipation wurden bisher kaum angewandt, urteilten die Forscher. Was ist da eigentlich zu beachten? Was muss man da besser machen, Frau Grotus? Also ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, nach der Kohlekommission, wie ich damals noch in Seiten der Zivilgesellschaft das da vom damaligen Wirtschaftsminister Professor Pinkwart mehr oder weniger einfordern musste, dass jetzt überhaupt Bürgerbeteiligung mal stattfindet. Es wurde ein Prozess aufgesetzt, der dann an eine Agentur vergeben wurde. Und ich glaube, ohne dem Agenturbetreiber zu nahe zu treten, dessen Namen ich hier auch nicht nennen werde, das ist gründlich schiefgegangen, weil nicht klar war, wozu wird eigentlich so richtig beteiligt, was passiert nachher mit den Ergebnissen. Es gab auch keine Verstetigung dieser Beteiligung, es gab keine Auswahl im Sinne einer Repräsentanz, also dass die Bürger, die zum Beispiel in diesen Gruppen auch befragt wurden, irgendwie die Gesellschaft im Rheinischen Revier repräsentiert haben. Und dazu zählen nicht so nur harte Fakten, sondern auch beispielsweise Menschen dazu zu nehmen und auszuwählen nach gewissen Lebenslagen. Schichtarbeiter beispielsweise oder die Alleinerziehende. Also, und um den Menschen überhaupt zu ermöglichen, teilzuhaben. Und also ist sehr viel nicht gut gelaufen, was das Vertrauen natürlich in die Gestaltung oder auch in die Politik und die Institutionen, die den Strukturwandel hier gestalten, sehr getrübt hat. Und es gab jetzt über 2 Jahre gar keine Beteiligung mehr, weil dieses Projekt ausgelaufen war. Wir arbeiten jetzt daran, neue Beteiligung auf den Weg zu bringen. Aber ich finde das, was Frau Schmidt vorhin gesagt hat, was wichtig gewesen wäre, meiner Meinung nach, ist ja auch ein Leitbildprozess anzustoßen. Dass die Menschen einfach gemeinsam überlegen. Ich habe mir nochmal, weil es auch wichtig ist, dass wir voneinander lernen, auch nochmal geschaut. Im Ruhrgebiet gab es zum Beispiel einen Zukunftsrat darüber, ich lese es einfach mal hier vor, damit ich nicht falsch sage, wie können wir gemeinsam ein zukunftsfähiges Ruhrgebiet machen? Das ist eine gute Frage und das sind genau die Fragen, die dann adressiert werden. Wie sieht denn ein gutes Leben und gute Arbeit aus in diesem Raum? Das britische Magazin The Economist hat gerade getitelt, das Ruhrgebiet gibt Hoffnung, denn im Ruhrgebiet wirke die Zukunft weit weniger düster als mit Blick auf Deutschlands schwächelnde Gesamtbilanz. Sie haben gesagt, dass die Ruhrtransformation sehr, sehr gut funktioniert habe, Zuwachs gebracht habe, Wachstum, Arbeitsplätze, haben das allerdings vor allem am Geld festgemacht. Interessant ist, Sie jetzt sagen, dass auch die Beteiligungsformate da besser gewesen sind. Neben den Zukunftsräten, was würden Sie Kommunen empfehlen, was man noch tun kann?
Ich finde es unglaublich wichtig, dass es Räume gibt für Zivilgesellschaft. Deswegen finde ich es auch sehr vorbildlich, was in Brandenburg passiert oder auch mit den Lausitzer Perspektiven, dass es dort Anlaufstellen gibt, dass es verschiedene Schwerpunkte gibt, zum Beispiel zur Jugendbeteiligung. Sowas fehlt hier bei uns sehr. Was ich auch sehr wichtig fände, das muss vielleicht nicht auf kommunaler Ebene sein, ist aber so eine Art Mitmachfonds oder Bürgerfonds, wo Menschen einfach niedrigschwellig überhaupt das Gefühl haben können, sie werden Teil dieses Wandels. Herr Günzel hat gerade gesagt, Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja, aber als solche ist sie hier in der Region überhaupt noch gar nicht angekommen. Und die da Nein. oben, die machen das, so ist es hier. Und die Kommunen brauchen auf jeden Fall dabei Unterstützung. Also da ist eben die Frage, gibt es genug ja, Agenturen oder kann man vielleicht auch, ehrlich gesagt, ich sag's mal so, als Landesregierung, kann man den Kommunen Unterstützung einfach geben, auch in so Beteiligungsformaten, dass sie nicht diese Fehler machen, die ich gerade alle erwähnt habe. Denn in den Kommunen leben die Menschen, dort sind die Zugänge und deswegen wäre es am besten, dass dort an ganz kleinen, konkreten Projekten vor Ort auch Beteiligung auch erprobt würde. Und natürlich brauchen die Kommunen, das ist hier gerade auch schon mal angesprochen worden, sie brauchen Entlastung, sie brauchen Unterstützung. Das ist hier bei uns nicht anders als in den ostdeutschen, also in den ostdeutschen Nachbarbundesländern. Wir tun da auch einiges für. Wir haben beispielsweise in einem Stark-Programm Aufruf die Möglichkeit den Kommunen gegeben, dass sie sich Strukturwandelmanagerinnen anstellen können. So. Viele Kommunen haben jetzt ein bis zwei Strukturwandelmanagerinnen. Das sind häufig junge Leute, die haben Top-Ausbildung, was jetzt sozusagen den aktuellen Stand der Technik angeht. Das heißt, die wissen, was Nachhaltigkeit ist. Die wissen auch in Teilen um Bürgerbeteiligung Bescheid. Und sie sind auch als junge Menschen nicht Teil dieser Kämpfe, die wir ja hier geführt haben, den Kohleausstieg. Und deswegen setze ich sehr darauf, und es klappt auch in einigen Kommunen sehr gut, dass diese Strukturwandelmanager auch die Kommunen entlasten und auch fit sind, Anträge zum Beispiel zu schreiben. Ah, vielen Dank, Antje Rothus. Da schließt sich gleich eine Frage hier einer Zuschauerin an. Und die hat nämlich gefragt, wie kann denn eigentlich im Rheinischen Revier dafür gesorgt werden, dass bei der Planung von Ansiedlung von Industrie zum Beispiel nicht schon wieder wertvoller Humus zerstört und damit auch die Ernährungssicherheit gefährdet wird? Also genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ja, wie schafft man es? Die Fehler, die ja früher gemacht worden sind, da hat man nur auf einen Punkt geguckt. Die Welt ist aber viel komplizierter, das alles mit einzudenken. Ich glaube, wir sind ja jetzt schon viel weiter als zu Beginn der Diskussion um den Strukturwandel. Trotzdem gibt es immer noch beherrschende Narrative. Wem soll der Wandel dienen? Und was ist eigentlich Wandel überhaupt? Und da eher so, naja, ich würde gar nicht mehr sagen, dass es weiche Faktoren sind, zum Beispiel der Schutz unserer wertvollen Böden. In Zeiten von Corona haben wir sehr gemerkt, wie wichtig Ernährungssouveränität, Ernährungssicherung ist. Und das ist gerade natürlich bei uns. Wir haben sehr, sehr wertvolle Böden, die man auch im Hintergrund hier sehen kann. Und das ist natürlich schon eine Frage, wie können wir die auch erhalten? Wir haben einen großen Flächendruck und natürlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Microsoft beispielsweise geht auf einen landwirtschaftlichen Acker. Das ist ein Konflikt. Es wird auch Konflikte geben natürlich mit dem Wasser. Wir haben gerade schon das Thema Klimawandel angesprochen, weil Industrie, Wirtschaft, Gartenbau, Landwirtschaft braucht auch Wasser. Das sind schon noch Dinge, die nicht geregelt sind. Und wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir im Rheinischen Revier auch einen Biotopverbund einsetzen möchten. Aber es ist so ein bisschen der Punkt, dass es oft so als nice to have gesehen wird im Strukturwandel, dass es nicht so als harter Standortfaktor gesehen wird. Und ich finde, also ein Biotopverbund, der sichert unsere Lebensgrundlagen. Das ist essentiell und das ist auch wichtig für Menschen, die vielleicht als fachkräftig in die Region kommen, weil die möchten keine ausgeräumte Braunkohleregion, die möchten ein attraktives Lebensumfeld haben. Und ich glaube, Lebensqualität ist ein sehr wichtiger Punkt. Dagmar Schmidt, wir sind schon mittendrin in der Diskussion und in den Fragen der Zuschauenden. Und hier ist eine Frage: Ist die Flutung von Tagebauen eigentlich noch zu verantworten, realistisch, oder macht man den Menschen nicht eher etwas vor, wenn man diesen als positive Zukunftsvision Badeseen für den Tourismus anbietet? Nun ist es in der Lausitz ein riesengroßes Thema, die Badeseen, und sollen Tourismus bringen. Was sagen Sie, ist das noch zu verantworten? Geht das überhaupt auf? Wollen das die Bürger so auch vor Ort? Vielleicht kann Herr Günzel dann auch noch was sagen.
Ich glaube, dass das immer noch die bevorzugte Herangehensweise ist, weil man mit dieser halt in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es da so schnell einfach möglich ist, das Ruder rumzureißen. Wir haben das ja mit dem großen sogenannten Ostsee im Norden Cottbus, wo also wirklich ein riesiger See entsteht und das sehr fluktuiert, wie die Wasserpegel steigen und wieder fallen. Wir sind eine aride Region. Das heißt, wir haben eigentlich natürlicherweise relativ wenig Wasser und diese vielen Seen gaukeln uns eigentlich etwas vor, was nicht wirklich der Realität entspricht des Niederschlags. Das heißt also, ich glaube, diese Diskurse kommen jetzt erst richtig in Fahrt, wo das Wasserthema tatsächlich, wie Herr Günzel auch schon gesagt hat, als eine Klimaanpassung oder eine notwendige Klimaanpassung jetzt wirklich in den Vordergrund gestellt wird. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren was deutlich verändern. Aber ich nehme das, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückschaue, wurde das lange ganz ignoriert. Und jetzt drängt es sich mit einer Kraft in den Vordergrund, die einfach aufgrund der deutlichen Veränderungen und für jeden wahrnehmenden Veränderungen sich aufdrängt. Und ich gehe davon aus, dass andere Themen, ähnlich wie dieses Wasserthema, Antje Grotthuss hat gesagt, Landnutzung ist eigentlich hier auch ein Riesenthema. Ja, also das wird meiner Meinung nach wesentlich stärker in den Vordergrund rücken, einfach aufgrund dessen, dass es sich aufdrängt. Aber Ja, Herr Günzel kann das vielleicht noch mal ergänzen. genau, wir gehen mal kurz zu Marian Günzel. Sie haben da einen Auftrag, ne? Das Kompetenzzentrum muss sich eigentlich damit beschäftigen, wie man denn das schafft, angesichts von einer großen Biodiversitätskrise und einer großen Klimakrise, die Planung für die Kohleregion, naja, anzupassen. Ja, da haben Sie völlig recht. Und ich sage mal, nicht erst seit der auch durch das Recherchenetzwerk Korrektiv angestoßene Diskussion auch um die Rolle der LEAG in der ganzen Geschichte und so. Ne? Auch das ist ja, hat die Diskussion noch mal angeheizt. Und in das gleiche Horn stoßen wir auch, dass diese Frage, ist das tatsächlich zeitgemäß? Das ist eine Frage, die wir uns auch ins Lastenheft schreiben, auf die ich jetzt ganz schwer eine Antwort finden kann, weil wir die selber gerade tatsächlich versuchen, für uns auch zu diskutieren und gerade zu sehen, auch da noch mal, was hat das für ganz klar auch naturingenieurswissenschaftliche Dimension, was hat das für gesellschaftliche Dimension? Denn es ist ja, wenn wir beim Beispiel Ostsee bleiben, nicht nur der Tourismus, sondern für die Stadt Cottbus ist das natürlich auch ein riesen Attraktivitätspool zu sagen, Wohnen am Wasser zieht. Und wenn wir hier hochqualifizierte Arbeitskräfte attraktivieren wollen, auch in die Region zu kommen, dann müssen wir denen auch entsprechendes Wohnen anbieten können. Die gleichen Diskussionen gibt es auch auf sächsischer Seite, kurz hinter der Grenze in Hoyerswerda und so weiter und so fort. Also das ist das eine und das andere. Andere, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich tatsächlich mal an die Front begibt, sage ich mal, und man sagt, jetzt macht mal eure Ideen. Ich kann mich erinnern, Frau Grotus, Sie waren letztes Jahr bei der TU Hambach mit der Diskussion mit dabei beschäftigt, wo wir Studierende mal gefragt haben, da ging es um den Tagebau Hambach, aber die mal gefragt haben, wie könnte die Zukunft aussehen? Wie könnte die Region, da ging es um Morschenich-Alt, jetzt in Bürgewald umzubenennen oder wird gerade umbenannt, die Frage, wie sieht das hier 2050 aus? Da kamen selbst die Studierenden, von denen ich eigentlich erwartet habe, die können hier sich jetzt mal tatsächlich Gedanken machen und mit Ideen um die Ecke kommen, die uns so richtig die Socken ausziehen. Naja, die haben im Grunde genommen genau die gleichen Dinge, die schon immer gemacht wurden, vorgestellt. Die haben das gut gemacht und das war auch alles in Ordnung. Aber ich hatte so ein bisschen im Nachgang das Gefühl, fehlen uns da vielleicht doch tatsächlich die Ideen und/oder der Mut, bestimmte Ideen dann tatsächlich auch anzupacken. Und dann, wie gesagt, kommen wir auf das Bewährte zurück. Aber im Rheinischen Revier, wenn man sich mal die Tagebautiefen anguckt, da sprechen wir über Flutungszeiträume von 60, 70 Jahren, wenn es überhaupt klappt. Ne? Also genau, deswegen die Frage ganz offen, auch wir stellen uns die und wir sind da auch gerne an der Diskussion interessiert, wie können wir damit umgehen? Bevor ich zu Antje Grotthuss komme und Sie frage, wie wenig fantasievoll wir eigentlich sind, Marian Günzel, noch an Sie eine Frage hier von den Zuschauern, denn da fragt jemand, wie kann dafür gesorgt werden, das alles kostet ja auch, dieser Umbau, dass die Kosten des Strukturwandels auch ausreichend von den Braunkohlekonzernen mitgetragen werden, statt dass diesen sogar noch Entschädigungen gezahlt werden. Meine Damen und Herren, stellen Sie weiter solche tollen Fragen. Wir freuen uns darüber. Ja, das ist natürlich ja schon eine ins politisch gehende Frage, ins politische gehende Frage. Ich denke, wichtig ist tatsächlich also sagen wir es mal so, es ist jetzt natürlich im Zuge der Strukturförderung und des Investitionsgesetzes Kohleregion hat ja
der Staat, der Bund richtig viel Geld in die Hand genommen. Und das gesagt, wir geben da jetzt mal richtig viel Geld rein. Also das aus der Diskussion in der Lausitz habe ich aktuell das Gefühl, es ist jetzt eine Situation entstanden und ich kann mich an Diskussionen aus 2015, 16 erinnern, wo es dann hieß, wenn wir jetzt aus der Kohle ausstiegen, diese Diskussion gibt es ja in Brandenburg schon länger, wenn wir jetzt aus der Kohle ausstiegen, dann werden wir nie wieder solche Unterstützung erfahren, wie wir die vielleicht noch in den 90ern bekommen haben. Diese Diskussionen waren real, also die gab es. Und jetzt haben wir es keine 10 Jahre später und jetzt gibt es Kohlemilliarden, mit denen das hatte sich keiner vorstellen können. Deswegen glaube ich, dass wir aktuell in der Situation sind, uns den Luxus leisten zu können, vielleicht auch weniger über die Vergabeprozesse zu diskutieren, sondern wirklich, wie kann die Zukunft gestaltet werden tatsächlich? Wofür wollen wir das Geld tatsächlich einsetzen? Weil viele dieser Diskussionen häufig auch darin sich ergeben, welcher Verteilungsmechanismus ist jetzt der bessere? Das wird ja auch in jedem Bundesland auch anders gehandhabt. Und ne, so das ist so die eine Frage. Und die andere Frage ist die Beteiligung natürlich der Bergbautreibenden. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine sehr interessante Frage, wo ich auch finde, die müsste man tatsächlich auch sehr viel stärker stellen. Aber da sind wir natürlich dann in einem Bereich, der nochmal ganz andere Diskussionsbretter anbohrt, die vielleicht auch eine andere Arena nochmal haben. Antje Grothus, gleich kommen wir auch noch zu Rico Beveris, aber Antje Grothus, also wie viel Fantasie brauchen wir noch? Ich finde, wir haben Fantasie, aber wir müssen sie auch zulassen dürfen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung. Wir haben natürlich auch harte Rahmenbedingungen. Das sieht man vielleicht am Beispiel der Seen auch am besten. Hier geht es natürlich auch um Böschungsstabilisierung. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren, oder nicht wir, aber in den letzten Jahren ist verpasst worden, auch einen Plan B für die Nutzung großer Tagebaulöcher zu entwickeln oder diese auch vom Tagebaubetreiber einzufordern. Und wir haben eigentlich sehr viele schöne Bilder hier, die Tagebauumfeldinitiativen zeichnen. Kennen Sie bestimmt ja auch bei sich. Blaue Seen, Yachthäfen, Badestege, wie auch immer. Wunderbar. Also ich persönlich, diese Bilder verheißen ja eine unglaublich tolle Lebens- und auch Landschaftsqualität. Und ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass es so kommt. Ich frage mich nur manchmal, wo ist der Plan B, wenn es nicht passiert? Also zum Beispiel, was ist, wenn die Seen nur halb voll laufen? Das heißt, mehr Ehrlichkeit in der Debatte auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, das können wir auch allen zumuten. Ich höre auch viele, die immer sagen, also was ihr da so malt, das wird eh nicht kommen. Oder ich fühle mich da auch nicht ernst genommen. Die Frage ist genau, geben wir uns vielleicht damit zufrieden oder gewöhnen wir uns schon mal daran, dass diese Bilder, die es ja auch gibt von sogenannten Zwischennutzungen, dass vielleicht das wird, wie es dann am Ende aussehen kann. Man natürlich auch bei der Berücksichtigung, dass wir natürlich schon möchten, dass die Flächen auch an den Tagebauern genutzt werden und können und begehbar sind. Und weil sie jetzt gerade oder weil das gerade im Publikum angesprochen wurde, vielleicht nicht den Impuls aufgreifen darf, Entschädigung oder Subventionierung. Wir erleben halt sehr viel, wir haben darüber gesprochen, kurz Identitäten oder neue Identitäten in den Regionen. So. Und ich finde es super, wenn natürlich mal hier oder da ein Bagger auch steht und man den besteigen und besichtigen kann. Aber mir wäre persönlich ein multiperspektivischer Ansatz eben auch wichtig. Das heißt, auch die verschwundenen Dörfer und was damit an Kultur und Identität verschwunden ist, muss irgendwo einen Raum bekommen, wenn wir diese Versöhnung hinbekommen wollen. Und ich glaube, bei der IBA Lausitz hat einen tollen Chor gegeben, in dem zum Beispiel Bergleute zusammengesungen haben, Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und ihre Dörfer. Und Begegnungsräume brauchst, glaube ich, wo Menschen sich begegnen können, dass damit diese Gräben, die teilweise hier durch Familien gehen, Pro- oder Kontrakohle, durch Dorfgemeinschaften, durch Vereine, dass die eben auch wieder zugeschüttet werden oder aktiv bearbeitet werden und man sie gemeinsam zuschüttet. Rico Beveris, da gibt es schon gute Ideen, auch neue Ideen. Jetzt schreibt aber hier ein Zuschauer, Klaus Lüdemann, die Konzerne wollen den Wandel verhindern und träumen eigentlich nur von Wasserstoff in den alten Gasleitungen. Das funktioniere aber technisch nicht und die Frage sei, wie man die Bremserfantasien besiegen könne. Wie kann man denn diese Fantasien besiegen? Fantasien, da würde ich sagen, das kommt ja drauf an, wen man da fragt. Ja, also es gibt durchaus Studien,
Das DBI beispielsweise führt Studien durch und es gibt auch beispielsweise ein Wasserstoffdorf als Pilotprojekt hier in Bitterfeld-Wolfen, wo sozusagen die gesamte Transportkette des Wasserstoffs beispielsweise getestet wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen sozusagen, welches Leitungsnetz genutzt werden kann oder nicht. Klar, natürlich haben da die einzelnen Konzerne und Unternehmen natürlich auch ein Interesse daran, dass ihr Leitungsnetz weiter genutzt und gehalten werden kann. Sogenannte Assets, wie man dann natürlich in den Investitionen immer davon spricht, ja. Aber genau das ist ja der Schritt sozusagen, um halt Wertschöpfung, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, in der Region zu halten. Also die Diskussionen um den Tourismus sind schön und sozusagen, wenn man dann Erfolg hat, hoffentlich mit der Flutung der Tagebau, womit natürlich auch noch weitere Folgekosten, Verdunstungseffekte, ja, die dann natürlich auch noch eine Rolle spielen, mit beachtet. Aber alleine der Tourismus wird sozusagen die Wertschöpfung nicht in der Region halten können, zumal auch der Tourismusbereich nicht vor Organisierungsgrad strotzt, sage ich jetzt mal. Und ja. Klaus Lüdemann hat sich gemeldet. Wir holen ihn mal ganz schnell auf die Bühne. Klaus Lüdemann wird jetzt von der Technik auf die Bühne geholt. Sprechen ist schon zugelassen. Ja, wir hören Sie schon, wir sehen Sie noch nicht, aber das kommt gleich. Legen Sie einfach schon mal los, das wäre toll. Ja, ich. Was muss ich jetzt klicken? Weiß ich nicht. Reden Sie einfach, wir hören Sie. Oh, jetzt ist er uns wieder verschwunden. Wir versuchen es noch einmal, vielleicht kann mir die Technik sonst kurz einen Hinweis geben, ob wir ihn noch mal hochholen können auf die Bühne. Klaus Lüdemann ist weg, wie schade. Dann gehen wir einmal kurz weiter und beschäftigen uns noch mal mit der Frage, wie man denn eigentlich Bürgerinnen und Bürger richtig einbeziehen kann. Also Marvin B. fragt, wie sieht es mit direkter Bürgerbeteiligung aus? Was ist mit Menschen aus sozial schwachen Milieus? Wie können diese denn mit einbezogen werden? Dagmar Schmidt, wie machen Sie das? Also wir unterliegen genau den gleichen Problemen, die Bürgerbeteiligung grundsätzlich hat. Die hebeln wir ja nur wegen Strukturwandel nicht aus. Also genau diese Beteiligung von bildungsfernen Milieus, Leuten, die sich normalerweise nicht an öffentlichen Beteiligungen beteiligen, etc. etc. Das heißt also, wir sind losgestartet als zivilgesellschaftliche Organisation und haben erstmal unsere Türen aufgemacht durch Veranstaltungen. Und wir wissen einfach, generell kommen da erstmal engagierte Leute. Also es ist in der ersten Welle, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, mit denen zu beginnen, die etwas tun wollen und schon aktiviert sind. Denn die brauchen auch Unterstützung bei diesem Thema Strukturwandel und insbesondere brauchen sie einander. Und ich finde einfach ganz wichtig, dass dieser Diskurs stattfindet und dass der niedrigschwellig für diejenigen angeboten wird, die Lust darauf haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und miteinander ins Tun zu kommen. Im zweiten Schritt haben wir jetzt gesagt, dass wir stärker einen öffentlichen Raum möchten. Also in Begegnungsorte, wo Menschen eben nicht erwarten, dass sie gefragt werden. Und das ist eine Herausforderung, weil die Wahrnehmung der Parteien sehr negativ besetzt ist. Und wenn sie im öffentlichen Raum so wahrgenommen werden, dass sie einen Parteistand aufmachen, also das heißt, wenn sie überhaupt einen Stand aufmachen, dann ist das nicht gerade ein Willkommensgruß für Menschen, die keine Lust auf Parteien haben und parteinahe Gespräche. Das heißt, wir entwickeln gerade ein Beteiligungsmobiliar, das hoffentlich anregt dazu, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit uns ins Gespräch zu kommen, das auffällig ist, aber nicht aussieht wie ein Parteistand. Und wir werden beginnen, dieses Jahr dann damit in öffentlichen Räumen direkte Gespräche zu suchen und die Auseinandersetzung mit den Veränderungen durch spielerische Elemente und durch einfach Einladen und eben einen öffentlichen Raum aufmachen, zu versuchen, gerade an Leute ranzukommen, die man eben in öffentlichen Räumen trifft und nicht in den eigenen Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist dringend notwendig, denn die Diskurse, die wir führen, sind vor allen Dingen in den sozialen Medien extrem hermetisch abgeriegelt. Das heißt also, da ist ja keine breite Diskursfront mehr, sondern ich bleibe in der Gruppe, in der ich eh schon drin bin. Und genauso organisiert sich zwischenzeitlich unser öffentliches Leben.
Und für uns als Bürgerregion ist es in Ordnung, Leute, die engagiert sind und die sich engagieren wollen, zu unterstützen. Aber wir müssen eben noch einen Schritt weiter gehen, vielleicht auch an Leute ranzukommen, die nicht mehr durch politische Institutionen und andere Dinge erreicht werden können, um dieses Thema Strukturwandel ganz einfach nicht unter dem Banner Strukturwandel, sondern hey, da verändert sich was in deiner Region. Wir wollen uns darüber mal mit dir unterhalten. Vielleicht hast du Lust dazu und lass uns doch mal ins Gespräch kommen. Und dann frage ich nicht, aus welchem Milieu die Leute kommen, sondern dann ist das eine Begegnung, die sich eben zufällig ergibt und hoffentlich zu etwas führt. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Vielen Dank. Mit Klaus Lüdemann, ob er Ton und Bild hat. Ich weiß es im Moment nicht. Klaus Lüdemann. Jetzt, wir sehen Sie. Großartig. Legen Sie los. Jetzt müssen Sie nur noch auf laut stellen. Sie sind noch stumm geschaltet. Klaus Lüdemann, Sie sind noch stumm geschaltet. Jetzt müssen Sie mich jetzt. Hören. Jetzt, perfekt. Jetzt mache ich noch die Lampe ein bisschen weg, dann sehen Sie mich besser. Sehr schön. Ja, ich hatte ja das Thema Wasserstoff, aber man kann das allgemeiner noch sagen, es geht um die technischen Möglichkeiten und was ich so sehe, dass da viele Märchen erzählt werden, was man machen könnte. Wir haben auch gar nicht genug Wasserstoff, um alle Haushalte in Deutschland, die jetzt mit Gas heizen, dann mit Wasserstoff zu heizen. Das ist ein völliges Märchen, das wird nicht funktionieren. Und da ich Ingenieur bin, interessiert mich immer auch die technische Machbarkeit dieser ganzen Dinge. Andererseits habe ich Strukturwandel allerdings nicht in Ostdeutschland, sondern hier im Umfeld des Ruhrgebiets erlebt, zum Beispiel in Hattingen, die Schließung der Henrichshütte. Also ich glaube, man muss sich mehr mit den machbaren technischen Möglichkeiten beschäftigen. Und was ich jetzt beim Thema Heizen im Moment tatsächlich sehe, ist die Wärmepumpe. Die funktioniert, da gibt es auch schon 1 Million von. Und das ist ein Konzept, was man verfolgen kann, während das Leiten von Wasserstoff durch alte Gasleitungen wirklich Fantasterei ist. So wunderbar, vielen Dank. Klaus Lüdemann, Rico Beveris. Jetzt haben wir gehört, es gibt Lösungen, also auch modernere Energiesysteme zu entwickeln. Aber so ganz grundsätzlich gefragt, ist es überhaupt, also wie wichtig ist das auch für die Identität? Wir haben gehört, es geht sehr, sehr viel auch um Identitäten, dass aus so einer alten Kohleregion jetzt eine moderne Energieregion wird. Vielleicht darf ich noch einen ganz kleinen Punkt zur Bürgerbeteiligung ergänzen im Vorhinein. Auch immer. Genau. Ich finde das alles total interessant und total spannend, wie Bürgerbeteiligung hier gedacht wird und wie sozusagen ich mich natürlich als Bürger, der in der Region hier lebt, auch gerne in solche Prozesse mit einbeziehen möchte. Ich möchte da nur ein ganz, ganz kleines Achtungszeichen setzen, weil ich... Also was wir sozusagen in Sachsen-Anhalt als Erfahrung aus solchen Bürgerbeteiligungsprozessen gemacht haben, ist, dass die inhaltlichen Vorgaben halt total weit gefasst sind. Also dann werden Fragen gestellt, wie wollen wir 2038 hier in der Region leben, was natürlich eine durchaus sinnvolle Frage ist. Aber andererseits kommen dann am Ende Ideen raus, die sich mit Freifunk und Müllsammeln in der Region befassen. Und ich glaube, dass das nicht die Antworten sein können, die wir brauchen, um hier mit dem Braunkohleausstieg in der Region umzugehen. Genau, also das sollte sozusagen die Bürgerbeteiligungsprozesse an sich gar nicht abwerten, ne, sondern es soll ein bisschen, was vorhin schon gesagt wurde, das muss halt gut gemacht sein und gut begleitet werden in der Variante. Und wenn sozusagen dann Ergebnisse vorliegen, dann müssen die nicht nur in Schubladen verschwinden danach, sondern halt auch wirklich in eine politische Umsetzung gebracht werden. Und was ich nur als zweite Gefahr in diesem ganzen Prozess sehe, ist, dass sozusagen damit diese ganzen Diskussionsprozesse aus dem politischen Raum rausgenommen werden und dadurch nicht mehr politisch darüber diskutiert wird. Und es muss in die politischen Arenen rein, es muss sozusagen auch in die Parteien hinein und es muss sich im besten Falle auch vielleicht in sowas wie Wahlergebnissen für eine Region zeigen, wie die Leute über Strukturwandel denken, wie sie diskutieren, weil also natürlich, wenn in so einem Beteiligungsprozess dann der MIBRAG-Beschäftigte sitzt, der noch seinen Job in der Braunkohle hat, dann hat er natürlich andere Interessen als Menschen, die ein Industrie- und Gewerbegebiet verhindern wollen, weil sie sich um den Humus in der Region Gedanken machen. Das ist doch ganz klar. Aber wenn wir sozusagen das ausschließlich in solche Beteiligungsformate verschieben und sich das nicht auf einer politischen Bühne zeigt, dieser Diskussionsprozess, dann wird dieser ganze Konflikt entpolitisiert. Und das ist eine ganz große Gefahr. Und davon profitieren dann rechte Parteien hier in der Region. Ich rede für den südlichen Teil Sachsen-Anhalts dann hier an der Stelle. Und da können sozusagen die Erwartungen ja dann auch einfach nur enttäuscht werden, was dann wieder sozusagen die da oben Narrative unterstützt.
Das sozusagen als die Frage zu dem Beteiligungsprozess. Und der Industriekulturgedanke, natürlich, das spielt hier eine große Rolle in der Region. Es geht um den Wegfall von der industriekulturellen Identität. Die Bergmänner, ja, ich bin Bergmann, wer ist mehr? So, ne? Das hört man, wenn man in der Region unterwegs ist. Oder einmal Bergmann, immer Bergmann, hört man auch in der Region, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Oder einmal Bergfrau, immer Bergfrau. Es gibt natürlich auch Frauen in der Braunkohle. Und damit muss natürlich auch ein Umgang gefasst werden. Wir haben gerade eine schöne Ausstellung in Zeitz dazu laufen, Frauen in der Braunkohle. Genau, aber das nur am Rande jetzt an dem Punkt, ja. Und genau dafür müssen auch Lösungen gefunden werden. Und beispielsweise der Burgenlandkreis diskutiert auch hier in der Region genau solchen Umgang mit industriekulturellen Erbschaften und einem Braunkohlemuseum, was sich beispielsweise natürlich auch mit so einem industriekulturellen Erbe befassen will. Merve M. Niethardt hat sich gemeldet. Holen wir mal ganz fix auf die Bühne jetzt, bevor wir hier vielleicht wieder das Thema wechseln. Merve M. Niethardt, jetzt müssten wir Sie gleich sehen. Legen Sie los, wenn Sie da sind. Da sind Sie, wunderbar. Wie schön. Ich hoffe, ja, Mikrofon ist auch an. Guten Tag, ich bin Merve Mareike Niethardt, ich bin Rehabilitationswissenschaftlerin und bin andererseits aus dem Weserbergland. Wir hatten hier das Atomkraftwerk, was abgeschaltet worden ist, vor 2 Jahren mittlerweile und hatten dadurch schon einen Transformationsprozess hier im Weserbergland, der auch von uns selber angespornt war, komplett auf diesen Energieträger zu verzichten. Ich war damals noch nicht dabei, ich bin relativ neu in dieser Region, also neu in Anführungszeichen seit 3 Jahren. Und ich habe festgestellt, dass Bürgerbeteiligung mit der Politik eine Grundlage schaffen, wirklich Verständnisprobleme zu lösen. Und wir haben nur, warum ich mich dazu geschaltet habe, letztes Jahr es geschafft, 9 Windräder für die Stadt Hameln zu etablieren und durchzukriegen durch den Rat, auch mit dem massivsten Gegenwind, also Gegenwind im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir relativ früh mit den Energieträgern, also Energie, nicht Energieträgern, mit den Energie, mit der kommunalen mit den Stadtwerken und so weiter ins Gespräch gegangen sind und von der Kiepe aus wirklich über ein Dreivierteljahr dort auch Verständigungen geschaffen haben. Und ich finde es unheimlich wichtig, wenn Transformationsprozesse angeregt werden, dass gerade wenn es auch um so männliche und weibliche Berufsbilder geht oder was gerade gesagt wird, der Braunkohle ist halt männlich konnotiert und so, dass vielleicht auch geguckt wird, wie können wir Industrie auch gerade in der Lausitz so gestalten, dass halt Handwerk zum Beispiel in den Vordergrund geht. Und das ist damit glänzt gerade unsere Region, dass in vielen Bereichen eine Stärkung passiert, dass wir vor Ort anfangen, bestimmte Berufe so aufzuwerten und selbst das Bäckerhandwerk, dass diese regionale Stärkung ein Auszeichen für die Region wird. Und das würde ich auch in den weiteren Bürgerdialog auch bitte anregen, dass es darum geht, die Stärken der Region dadurch zu kennzeichnen, dass die haben ja unheimlich vieles Fachwissen, die können etwas und auch jemand, der vielleicht lange sich mit einem Berufsfeld identifiziert hat, kann es auch möglich sein, Berufsfelder für im handwerklichen Bereich trotzdem zu schaffen, weil der kann ja was, also der ist ja auch im Allerdings. Baubereich. Und wir brauchen die auch alle zur Zeit. Genau. Wir haben die doch also, wirklich zu schätzen gelernt. Die können auch im Lehramt verbreitet werden und so weiter, also als Referenten und so. Und da würde ich anregen, also so weit zu denken, dass diese Aufwertung halt auch inhaltlicher Natur genutzt wird. Und damit auch Schmidt. Diese Kräfte vor Ort zu halten. Der Bäcker aus der Lausitz. Der Bäcker aus der Lausitz, die Pflegerin aus der Lausitz, der Pfleger aus der Lausitz, der Schreiner aus der Lausitz, die Schreinerin aus der Lausitz. Die Und vielleicht stellen Sie sich da vor. Die fehlen uns genauso wie dem Rest der Republik. Mhm. Also das Handwerk, ich meine, das sind ja Effekte, die vor allen Dingen für Arbeitslosigkeit in ländlichen Räumen sorgen, wenn Handwerk schließt, weil die Nachfolge nicht geregelt ist oder weil die Attraktivität des Handwerks nicht gestärkt wird. Herr Günzel hebt die Hand. Ich wollte eigentlich einhaken. Es ist selbstverständlich, dass wenn Sie Bürgerbeteiligung machen, brauchen Sie, müssen Sie vorher die Zielgerade klären. Ja? Also ich spreche hier als
zivilgesellschaftliche Vertreterin die Bürgerinnen und Bürger einlädt, sich darüber zu unterhalten, wie sie gerne den Strukturwandel mitgestalten können und wollen, so wie sie es können. Ich bin keine politische Vertreterin, die in Partizipationsprozesse zur Akzeptanzsteigerung von irgendwas einlädt. Da will ich mich auch ganz klar davon distanzieren. Also das ist nicht die Form von Bürgerbeteiligung, die wir machen. Und das gehört für mich ganz einfach zur Bürgerbeteiligung 101, dass man weiß, wozu man beteiligt und da Klärungsprozesse vornweg macht. Und die sind leider zum großen Teil bisher nicht erfolgt, wenn Bürgerbeteiligung stattfindet. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, Kommunen hier dabei zu unterstützen, gute Bürgerbeteiligungsprozesse zu initiieren. Das Vielen wollte ich Dank. Sagen. Herr Günzel, aber was im genau, Punkt Marvin Handwerk Günzel. Aufwertung des Handwerks ist ja sowieso gefragt. Kann man das irgendwie mit dem Strukturwandel in den Kohleregionen verbinden? Ja, ich wollte noch mal zu den Thema Konnotationen was ganz kurz ergänzen, was immer nicht vergessen werden darf. Die Lausitz war bis in die 80er Jahre eine der größten Textilregionen Europas. Das sind aber weibliche Jobs gewesen, redet kein Mensch mal heute mehr drüber. Was da in Größenordnung und in der Textilindustrie platt gemacht wurde zum Anfang der 90er Jahre, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das ist so die eine Sache und ich glaube, wenn wir jetzt über den Strukturwandel reden, bringt es uns aber nicht viel, wenn wir da jetzt darüber diskutieren, wie ist der jetzt konnotiert oder nicht. Ich glaube, und da glaube ich, würde ich versuchen, auch die Brücke zu schlagen. Es ist Industrie, es ist Handwerk, es ist Tourismus. Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Also auch wenn wir diese Zukunftsvision entwickeln, Energieregion bleiben, ist ja auch eine der Leitfragen gewesen. Ja, unbedingt. Die Chance haben wir jetzt. Wie soll das funktionieren? Wir haben vorhin den kurzen Wortbeitrag vom Herrn Lüder, glaube ich, gehabt. Wasserstoff ist es offensichtlich nicht in der Menge, wie das vielleicht gewünscht ist. Aber wie können wir es machen und wen brauchen wir dafür? Und ich glaube, da bringt es uns nicht so weit zu fragen, ist der eine wichtiger als der andere oder ist diejenige jetzt die interessantere Person dabei für uns als die andere. Ich glaube, das muss ein Prozess für alle sein. Und ich glaube, viel wichtiger ist es dann eher nach dem Motto zu fahren, tue Gutes und rede darüber. Also gute Geschichten stricken. Vielen Dank. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank und Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Merve Nietat. Dankeschön. Und jetzt, meine Damen und Herren, bevor wir zur schnellen Abschlussrunde kommen, müssen wir noch eine Frage stellen und die ist wirklich grundsätzlich. Die kommt hier aus dem Publikum und sie heißt, finden Sie nicht, dass die Vision einer grünen Zukunft gerade durch die Stimmung der Bevölkerung gefährdet ist? Wird möglicherweise nicht genug von den Bürgerinnen verlangt? Ich habe das Gefühl, dass die deutsche Gesellschaft einem grünen Wandel nur zustimmen würde, wenn der Lebensstil der letzten Jahrzehnte erhalten bleibt, was natürlich ein Widerspruch ist. Wie schätzen Sie den Zeitgeist gerade ein, Antje Grotus? Ich hatte gerade von dem Thema Ehrlichkeit gesprochen. Ne? Und zur Ehrlichkeit gehört auch, dass vielleicht das Wirtschaften, wie wir es bisher gemacht haben, nicht mehr das ist, was wir uns weiter in Zukunft leisten können. Zur Ehrlichkeit gehört auch, weil wir viel über Kommunen gesprochen haben, dass natürlich vielleicht auch Bürgermeister, Landräte sich damit auseinandersetzen müssen, was ein zukunftsfester Wandel ist. An der Stelle und Strukturwandel anders verstehen als erstens neues Gewerbegebiet, zweitens neues Gewerbegebiet, drittens neues Gewerbegebiet. Also dieses Umdenken, Wirtschaften und Wandel in der Zukunft. Und was jetzt die Bürgerinnen und Bürger angeht, wir haben jetzt viel von Beteiligung gesprochen, vielleicht hätten wir vielleicht besser von mehr Teilhabe gesprochen. Also wir versuchen es jetzt, gerade wurden die erneuerbaren Energien aus hier angesprochen, dass beispielsweise haben wir ein Bürgerenergiegesetz, dass die Menschen dort auch wirtschaftlich teilhaben können, um sozusagen wirklich auch das Gefühl zu haben, nicht nur das Gefühl zu haben, sondern auch wirklich Teil dieses Wandels zu sein. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, die wir haben, genauso wie zum Beispiel auch die großen Player in der Region, jetzt RWE zu sagen, ein Teil der Flächen soll für gemeinwohlorientierte Flächen zu gemeinwohlorientierte Projekte, Stichwort blau-grüne Infrastruktur, zur Verfügung gestellt werden. Und das sind, glaube ich, Dinge, die so in diese Richtung, in die wir wirken sollten, dass mehr Menschen Anteil haben. Und wir haben noch nicht über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, was natürlich auch immer so ein Füllwort ist. So ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Rahmen, in dem wir zukünftig wirtschaften müssen? Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir von diesem alten Narrativ, dieses Nachhaltigkeitsdreieck, ökologisch, ökonomisch und sozial wegkommen, weil es war nie ein gleichschenkliges Dreieck. Wir haben es immer, zumindest kann ich für NRW als Energie- und Industrieland sprechen,
Es wurde immer ausgedehnt zugunsten der wirtschaftlichen Seite, dass wir vielleicht eher in die Richtung gehen, Stichwort Donut-Modell, also die Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der planetaren Grenzen, die wir einfach nicht mehr überschreiten dürfen. Natürlich gehört Ehrlichkeit dazu. Viele Menschen haben das auch im eigenen Leib leider erlebt. Wir haben gerade über Dürren gesprochen, wir haben über Wassermangel gesprochen. Wir haben hier eine schlimme Flut gehabt in NRW. Also die Folgen dieser der Klimakrise für die Menschen, die ist schon immer häufiger und immer wieder spürbar. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass wir auch nochmal mehr über soziale Gerechtigkeit sprechen. Denn ja, aber die Frage ist, wie unterschiedlich. Wie kriegt man Leute dazu, dann auch tatsächlich etwas zu verändern? Aber das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und hier taucht noch eine Frage auf, die interessant ist, nämlich die Frage, Marvin Günzel, ist es eigentlich richtig, immer in Ost- und Westgebiete zu unterscheiden, also westdeutsche Strukturgebiete und ostdeutsche Strukturgebiete zu unterscheiden? Oder wäre es nicht im Sinne einer gesamtdeutschen Geschichte, das eigentlich zu lassen und von einer gesamtgesellschaftlichen Transformation zu sprechen? Daran schließt sich aber eine andere Frage an, nämlich die Frage, muss man nicht doch auf die unterschiedlichen Erfahrungen der Leute im Osten und im Westen eingehen? Kurze Antwort. Kurze Antwort auf die erste Frage, ja. Kurze Antwort auf die zweite Frage, also gesamtdeutsche Diskussion natürlich. Zweite Antwort, dann halt auch tatsächlich zu gucken in die regionalen Befindlichkeiten. Jeder Ort, also die Lausitz ist ja auch nicht die Lausitz. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Teilregionen, Lokalitäten, Ortschaften. Auch innerhalb der Ortschaften gibt es ganz unterschiedliche Befindlichkeiten. Also ich glaube, das ist viel wichtiger, dann tatsächlich zu gucken, mit was arbeitet man dann vor Ort. Und ja, kann ich völlig unterstützen. Herzlichen Dank. Genau. Meine Damen und Herren, wir kommen schon zu schnell in kurzen Abschlussrunde. Und die beginnen wir mal mit Dagmar Schmidt. Dagmar Schmidt, 2030 wird die Lausitz sich welchen Slogan geben? Na, ich hoffe nicht mehr krasse Lausitz. Krasse Lausitz. Es gibt sogar einen Love-Song für die Lausitz. Kennen Sie den? Von Bernadette Hengst. Die singt Luzika, du visionäre Lehre. Ist als Liebesgedicht gedacht. Dagmar Schmidt, ganz herzlichen Dank. Und Marian Günzel, 2030 werden wir auf die Diskussion heute schauen mit, was für ein Wort fällt Ihnen da ein? Uns geht's aus 2030 betrachtet, uns geht's heute so gut wie nie zuvor. Wunderbar, vielen Dank. Und das sind gute Aussichten. Rico Beveris, 2030 wird das Revierwendebüro noch welche Aufgabe haben oder ist es dann schon geschlossen, weil alles erledigt ist? Ja, 2030 würde ich sagen, sind wir vielleicht dann mittlerweile in unserer dritten Verlängerung des Revierwendeprojekts. Wir immer noch darüber diskutieren, wie politisch verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den Strukturwandel erfolgreich zu gestalten. Vielen Dank. Und Antje Grotus, 2030 werden sich die Grünen statt mit dem Kohleausstieg mit was beschäftigen? Oh, wir hören Sie nicht. Entschuldigung. Genau. Ich habe den Fokus auf 2030 gar nicht. Ich finde, es geht um das gute Leben und die gute Arbeit jetzt und im Hier. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns einfach damit beschäftigen, für ein gutes Leben, eine gute Arbeit für alle in unser aller Revier. Wunderbar. Revieren, wenn wir es jetzt übergreifen. Revieren. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Antje Grotus, Rico Beveris, Dagmar Schmidt, Marian Günzel. Ökonomin Ulrike Malmanier sagte dem Spiegel übrigens auch noch dies. Ich glaube, von der Regierung eine Vision zu erwarten nach dem Motto, so machen wir es jetzt, ist zu viel verlangt. Wir sind ja nicht in China, das kann nicht von oben kommen. Das muss von Unternehmen und Bürgern entwickelt und vorangetrieben werden. Und es wird es. Mag es den Anschein haben, dass Deutschland bei all den Umbrüchen nicht so recht mitkommt, es trügt. Ideen gibt es zuhauf, haben wir heute gehört. Natürlich muss da auch noch was verbessert werden. Pläne an den Klimawandel und an die Biodiversitätskrise anpassen. Kleine Kommunen müssen mehr unterstützt werden. Auf gute Jobs muss auf jeden Fall geachtet werden und auch auf eine Diversifizierung der Region. Das haben wir heute alles gelernt. Es ist möglich, Verweise auch gut, Zukunftsräte zu gründen und natürlich unbedingt auch sonst Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Meine Damen und Herren, Ideen gibt es zuhauf und nun
Wie geht es weiter? Ja, mit den Green Cities. Das sagen Ihnen jetzt nochmal Philipp Reis und Sabine Drewes. Und ich sage schon mal danke grundsätzlich für Ihre Arbeit und besonders für heute, fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken, Mitdiskutieren. Und jetzt Sabine Drewes und Philipp Reis, bitteschön. Tschüss, alles Gute. Ja, liebe Teilnehmende, mir bleibt eigentlich nur, mich nochmal ganz herzlich zu bedanken für die vielen spannenden Beiträge unserer ReferentInnen in erster Linie erst einmal und natürlich auch für Ihre Beteiligung an dieser Veranstaltung und selbstverständlich auch für das Team der Heinrich-Böll-Stiftung, was hier im Hintergrund gearbeitet hat, die Technik, an Anke Bremer für die tolle Chatbetreuung. Und natürlich an Hanna Gersmann für die tolle Moderation und an das DIFU für die super Kooperation, an Philipp Reis. Und Philipp sagt jetzt auch, wie es weitergeht. Das mache ich gerne. Es ist bei uns ein bisschen wie beim Fußball, vor dem Webinar ist nach dem Webinar. Das heißt, wir werden uns in den nächsten Monaten mit dem Thema für das nächste Green Cities Webinar beschäftigen. Es wird inhaltlich um ein Thema gehen, was auch heute schon in einigen Bereichen angesprochen wurde, und zwar das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Umwelt. Unter dem Titel Kommunale Wirtschaftsförderung auf Klimakurs bringen, wollen wir ja den kommunalen Möglichkeiten nachspüren, wie kommunale Wirtschaftsförderung auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Das Ganze gibt es dann am 27. Juni diesen Jahres um 17 Uhr, und ich freue mich, Sie da wiederzusehen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.